Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Haben wir schon neue Helden geholt? Nein! Wir brauchen nämlich wieder welche. Welche Leute benennen? To fight the abyss. Bams, bams, one bams. Must know it. Yes, yes, yes. So, 11 von 13. Also, einer wollte, dass Balich Bachela benannt wird. Stop it. Ey. Der Fisch Ninja. Okay, okay. Der Fisch. Ja, falsches Fenster. Der Fee. Ja. 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 Danke. Der Fisch Ninja. Bamsti. Ist erledigt. Und dann nehmen wir noch. Ich mag Okkultis. Das heißt, wir werden dich jetzt noch. Wo bist du denn? Baumi, oder? Baumi nennen. Das ist quasi. Das ist mein Avatar. Wobei, Baumi TV hat das gemeint. Kannst du einen Baumi nennen? Ja! Baumi, Seeker Cultist. Okay, das waren die weiteren. Diesmal nicht so lange wie beim letzten Mal. Was ist denn überhaupt passiert? Es ist schon wieder so lange her, dass ich das gespielt habe. Eieiei. Wir werden vielleicht ein paar Folgen hintereinander machen. Mal schauen. Pain on Gillian. Genau, wer hat das gesagt? Irgendwer hat gesagt, sorry, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit auf die Comments schauen, sonst kann ich nicht spielen. Dass ich doch die gleiche Vierergruppe immer verwenden soll, damit sie alle im gleichen Level sind. Manchmal ja. Aber ich weiß nicht, ob ich so viele geile Vierergruppen hätte. Dann wäre halt Bitterfaust, Sepsis, Morris, May und Evan oder Ivan oder Even oder was auch immer. Zusammen. Rob, ah ja, Rob. Und dann würde Rob in eine neue Partie kommen. Vielleicht, dann haben wir Rob zusammen mit, was bist du für? Du bist noch nicht wirklich in irgendeiner zu Hause, weil du kannst super gut rumtänzeln. Du hast einen Forward und einmal Back. Das ist, ich kann mir eigentlich auch zoomen. Und zwei Forward und einmal Back. Was ist das Back? Das ist Impale gegen alle. Interesting. Dann hätten wir Baumi. Kannst du heilen? Du hast die Heilung von ihm. I like it. A bissl Artillery mag ich auch. Hands from the Abyss nicht so gerne. Demon's Pull mag ich auch sehr gerne. Das ist von hinten machen. Ja, das kannst du dann nicht. Dich würde ich dann noch gerne verändern, aber du wärst auch ein guter letzter Spot. Wobei natürlich Rob ist ja auch noch ein heilender letzter Spot hier eigentlich. Das heißt, du könntest auch den dritten Spot machen. In der zweiten Gruppe, Baumi. Dann können wir den Fisch Ninja in den zweiten Spot hauen und ich meine, du wärst so ein erster Spot-Kandidat. Vielleicht probieren wir das gleich einmal aus. Ich würde nur gerne mal ein bisschen umskillen, das kann ich jetzt schon, oder? Ja, ich kann verbessern könnte ich sogar auch, aber ich möchte eigentlich dabei nur kurz einmal leicht umskillen. Für einen Baumi hier. Oh, das ist schon teuer, ne? Das Umskillen ist schon teuer. Das Baumi hier mal den Demon's Pull und den Sacrificial. Ja. Stab bekommt. Und ich verbessere noch nichts, damit es nicht da halt zu teuer wird. Das wäre mal. Was wäre denn das eigentlich? 1,15 Dodge. Ist vielleicht auch super, ich weiß es nicht. Aber ich finde das hier eigentlich gerade einen geilen. Ich mag das bei ihm noch von früher. So ein Layout hier mit Sacrificial Stab, Abyssal Artillery. Ein bisschen ein Heal noch dabei und dann Demon's Pull. Dann ist er in der dritten. Dann hätten wir Rob in der vierten. Der passt eigentlich eh so, wie er ist gerade. Ich meine, manchmal hast du da nichts zu tun. Gibt hier wahrscheinlich schon geilere Bola. Knockback. Bola wäre schon geiler als Rallying. Wobei, falls wir dann plötzlich Stealthy, aber ich glaube, wir kriegen noch keine Stealthy-Enemies. So eine kleine Bola, damit du vorne auch was beisteuern kannst. Probieren wir es mal aus. Ich meine, ich gebe gerade ein bisschen viel Geld aus. Ich gebe es eh zu. Sind schon alle versorgt in Sachen, ja, ich glaube in Sachen Stress sind alle versorgt. Wo bist denn du jetzt? Nein, Rob. Da. Du kriegst jetzt noch, Bola dazu. Zum Ausprobieren. Geht ja auch aus der letzten Position. Damsty, ja. Gut, das heißt, das wäre erledigt. Dann, Position 2. Ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal so aus, wie es ist, bevor ich da irgendwas Neues auswähle. Weil den kenne ich noch nicht. Und Painel lassen wir dabei auch so, wie es ist. Dann habe ich nicht so viel Geld ausgegeben. Dann gehen wir mal in Barken. Ich kann natürlich auch mal woanders hin. Die Runes hier noch weiter zu machen. Wir könnten Welt machen dabei. Wir haben ein paar Nuller dabei. Ja, Painel hau ich mal rein. Baumi hau ich hier rein. Und dann hier The Fish Ninja. Das ist natürlich blöd, vielleicht, dass ich jetzt einen Unbenannten mitnehme. Na, egal. Es wird schon alles. Es wird schon alles. Also Sepsis, warte mal. Rob ist. Da Möller! Wir haben noch wen, den wir eigentlich
Der könnte dann vielleicht, der Möller könnte hier Painel ersetzen. Let's see, das gibt's jetzt holen. Chest only. Was gibt's hier? Bounty Hunter. Bounty Hunter. Bounty Hunter habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Plus 8 Dodge. Okay, das haben wir da gleich zweimal. Was bist du? Abomination. All das interessiert mich nicht wahnsinnig. Was bist du? Chester only. Und Chester interessiert mich auch nicht. Vor allem der Welt interessiert mich nicht so wahnsinnig. Aber trotzdem. Ich glaube, wir machen das jetzt. Apprentice Level. Let's go. Short? Short. Also nehmen wir 6 Food mit. 5 davon. Das ist jetzt was anderes. Ich glaube, Welt brauchen wir Medicinal Herbs. Herbs? Ja, wir hatten das schon. Eine Shovel wird ihr wohl reichen. Nehmen wir mal 2 von euch. Ja, das hatten wir auch am Anfang, dann passt das. Und 2 Schlüssel. And then we're good for now, würde ich sagen. Embark. You haven't purchased. Du wisst immer, dass ich mich voll fresse. Das passt schon so. Es reicht schon. Wenn man so viel Essen mitnehmen soll. Die Ladezeit ist lang. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Deppert. Okay, da müssen wir nicht hin. Das ist keine cool. Wir haben da überhaupt keine Room Battles. Okay, das heißt, da werden die Room Battles sein. Das wird echt eine kurze Angelegenheit hier scheinbar. Naja, gleich mal die Schaufel. Ich hoffe, wir brauchen sie dann nicht nochmal. Aber ich dachte, wir sind noch kurz. Ich brauche vielleicht nicht 1000 fucking Schaufeln. Okay, das ist eine Falle. Du solltest auch gut sein, oder? Nein. 50. 50. 60. Ja, das ist natürlich gefährlich. Probieren wir es mit dir. Okay. You got it. Good job by you. Wir haben die 20 Stress bekommen, obwohl sie eigentlich Level 0 waren. Interesting. Es gibt also wirklich keine Level 0. In Wahrheit, das ist alles eine dreckige Lüge. Also wir hätten die ja gar nicht anziehen. Anziehen? Anzünden müssen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Yes, please. The sex contents are yours. Immer her damit. Und the sex contents are schon wieder mein. Achso, ja. Nicht, wenn es keinen Content gibt, natürlich. Die Pilze, ich glaube, ich mag niemanden von denen. Wollen wir jetzt gleich mal Forward? Ich weiß nicht. Pierce? Das wäre Forward Puncture. Impale kann ich nur aus der ersten. Da könnte ich alle angreifen. Okay, Moment mal. Forward One. Genauigkeit, also Accuracy, Base 90, Damage Mob minus 50, Bypass Guard, Breaks Guard, Can't Be Guarded, Pull 2. Also ich könnte dich ganz nach vorne ziehen? Wait a minute. Yes, okay. I like it. Weil ich glaube, der dahinter kann jetzt nicht so viele geile Sachen machen, deswegen. Der kann, glaube ich, nur so nach vorne stolpern. Jetzt kann ich natürlich niemanden mehr wirklich ziehen. Ich glaube, in dem Fall ist hier fast das Beste. Einfach nochmal Sacrificial Stab. Leider daneben. Du könntest dabei... Ich meine, Knockback 1 will ich aber eigentlich gar nicht. Könnten dich mal marken einfach. Viel später. Du kannst dich nochmal an ihm probieren. Oder an ihr. Groping Swipe. Harmless Swipe, genau. Das heißt, da kann ich so viel machen wie normal. Es gefällt mir eigentlich, dass ihr da steht. Das muss ich ehrlich zugeben jetzt. Ich kann leider nicht nachschauen. Ich will kein Demon's Pull machen. Nein, ich glaube, wir hauen einfach weiter drauf. Für dich als nächstes. Monsters of High Prod. Some monsters of High Prod, which absorbs attack damage. Dots, Blight and Bleed ignore Prod and are effective means to take down these highly armored opponents. Okay, das heißt, die haben, wo sehe ich eure Prod? Da, 33%, alles klar. Ich glaube, da habe ich aber jetzt nichts davon. Hier gerade. Wobei, nein, bei Breaks Guard, nicht Prod. Armor Piercing heißt, wait a minute. Aber Forward One. Nee, gut, ich kann ja dich nach vorne ziehen, ist eigentlich egal. Das heißt, gegen dich hilft die Prot nicht so viel. Du schießt natürlich jetzt auf ihn, weil er hat den Mark drauf. Nice, 8 Schaden. Wir werden versuchen, ob wir da was ausrichten können. Yes, sehr schön. Und er steht immer noch völlig falsch, which is nice, aber er hat sich jetzt wieder nach vorne bewegt.
Ja, ich meine, das ist wieder ein Sacrificial Stab. Ein Crit! Ein Crit! Good job by you. Kriegt er die Healing Skills noch upgraded? Wir können ihn noch zurücknocken vielleicht. Ah, Resist. Schade. Ja, dann machen wir einfach nochmal Pierce. Bam! Ich würde sagen, der Fisch Ninja macht sich hier sehr gut. Good job by you. Ah, da war alle nicht schlecht jetzt gerade. Da ist immer noch kein Battle drin. Treasure ahead, I'd wager. Na, hast du leider verkeckt. Kein Treasure ahead. Wir haben ein bisschen wenig Fackel mitgenommen. Da war die Trap! I didn't see the trap! Ja, darauf war ich vorbereitet. Das darf nur jetzt nicht nochmal passieren. Wir haben auch noch nicht wirklich Zeug gefunden, muss ich sagen. Ein bisschen enttäuscht zu werden. Das gefällt mir. Das brauchen wir für ein paar wichtige Sachen, glaube ich. Shit, wie war das jetzt schon wieder mit euch? Na, fuck, wir sind surprised. Ich meine, er kann sich wenigstens gescheit bewegen. Muss ich die schnell killen oder muss ich die gar nicht killen? Wie war das mit dem Ectoplasm schon wieder? I wish I knew. A powerful blow. Ja, einmal gecrittet, das ist schon mal eine ganz geile Sache. Stressful Incantation. 17 Stress. Die machen schon einen ordentlichen Stress, muss ich sagen. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ich glaube, die können sich irgendwie vermehren oder so. Ich glaube, wir sollten sie gleich killen. Und ich weiß nicht, ob das schlecht war, sie gleich zu killen. Forward one with Pierce, let's go. Ja, wir werden sehen. Jetzt werden sie nämlich beide tot, bevor sie dran waren. Das ist nicht das hier. Use your main one. Withstand self plus 20 pop plus 30 bite resist plus 30 bit plus mark target. Wobei die, ich finde, sie reagieren oft gar nicht auf das mark target. Ich meine, besonders zielgenau bist du halt leider nicht. Und du bist auch schon ein bisschen gestresst, muss man sagen. Sehr schön. Good job. Wer bist du schon wieder? Baumi. Jetzt können wir da eigentlich machen, was wir wollen. Könnten Function Captivate. Naja, ist aber auch noch dich. Ich kann einfach Forward 1 und piercen. Ich kann jetzt einfach auf dich schießen und dich möglicherweise killen. Nein, leider daneben. Du bist das nächste dran. Das heißt, ich glaube, ich pull dich lieber. Fuck. Weil er eh auf den losgehen kann. Also auf sie. Ich glaube, das ist eine sie oder ist das ein R? Ich weiß nicht, wieso ich glaube, dass es eine sie ist. Ja, ist eine sie, oder? Warte kurz. Sorry, es ist sehr, sehr ungehörig von mir, dass ich da dermaßen aufs Dekolleté schaue. Ich glaube. Oder ziemliche Brustmuskeln. Kann ich jetzt gerade nicht unterscheiden. Mein Fehler. Ja, machen wir mal ein Withstand. And mark yourself. So, können wir mal wen holen? Pull 2. Yes. We can try. Yes! There we go. Und dann ein kleiner Sacrificial. Der Hund, wir critten sie weg. No problem. Nice. Das sieht mir nach Schlüssel aus. As victories mount, so too will resistance. Yes! Mehr Heirlooms. Okay, sehr cool. Wir gehen in eine andere Richtung. Soweit bin ich angetan von unserem kleinen Grüppchen hier. Ich hätte mehr Fackeln mitnehmen sollen. Wir müssen das jetzt vielleicht in absoluter Dunkelheit machen. Was unangenehm werden könnte, weil die dann alle mehr Schaden machen. Ich kann es euch jetzt schon zeigen. Ach, fuck. Ja, wir werden wirklich ein ordentliches Problem haben. Plus Stress, plus Monster Crits. Wenn es richtig dunkel wird, wird es noch schlimmer. Okay. Well. Jetzt haben wir nicht genug zu essen. No force of will can overcome a failing body. Don't shit your pants. Alles wird gut. Das ist unnötig schwierig gemacht, aber das Layout ist auch ein Kack. Außerdem, dass wir nichts gefunden haben. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man hier eigentlich oft viel Essen finden, wenn man die Medical oder was steht da? Medicinal Herbs dabei hat. Aber diesmal sollte es nicht sein. Doch, da, fuck, ein bisschen zu spät. Das ist so eine Sache, wenn ich mich richtig erinnere. Beast Carcass. Ja. Yeah. Ja. Scheiße, wäre ich mal zuerst nach links gegangen. Ich frage mich, was mit dir ist. Well preserved. Soll ich da nochmal Herbs draufhauen? Nur damit wir es ausprobiert haben. Aye. Naja, habe ich mir fast gedacht. Oh, Anti-Venom vielleicht hätte man draufhauen. Oh, sie sind tatsächlich surprised. Ziemlich glücklich. Ja, ich meine, Stabby, 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 würde ich sagen.
Und dann PSC, PSC, PSC. Passt. Und dann. Oh shit, Bola muss man. You know what? Der andere kommt ja auch noch dran. Eileen. Und bam! There we go. Wonderful! Muss ich kurz schauen, wer nicht schreibt. Brought low and driven into the mud. Dumm. Will ich noch in dem Essen geben? Ich meine, wenn wir es nicht wirklich brauchen, muss nicht sein. Gibt uns ihr Geld nachher. Außerdem, wer weiß, was jetzt noch passiert. Kein Battle, das heißt, es wird die schwerteste Dunkelheit sein in unserem letzten Room Battle. Perfect. Doch nicht. Dogcup, her damit. Zünd mal an. Gehen wir! Oh, du bist jetzt vorne. Ist egal, du kannst ja nachher wieder nach hinten. Stressful. Panel's resolve is tested. Abusive? Oh no, Panel! Even dogs know when the meat is tainted. More destructive than 100 cannons. Heart Attack, ja, er ist nicht benannt, ist wurscht. Wenn wir mal ein bisschen Archery, wenn wir da jetzt schon zwei Leute tatsächlich in der letzten Reihe haben. Kann ich wen von euch schon in die realistische schießen? Ich meine, wenn du critest. Here to crit 12%. Let's try it. Okay. I did try it. Another fool for the Reaper side. Yo! Nicht cool, Mann! Nicht cool! Dafür magst du dich jetzt selber. Was für ein Schwein? Impale. Wie viel würdest du da machen? 3 bis 5 Kist vielleicht im letzten. Alles gedodged? Ja, rent the mark. Rendert ihn da. Alle davon. Haben der Fisch Ninja so fertig zu machen. Frechheit. Wir erlauben hier kein Mobbing. Panel. Bamsty. Forward-born. Puncture. Ich meine, eigentlich muss er einfach nur sterben. Oh, warte mal, beide? Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich mag die Animation. Jetzt hat er. Ja, wisst ihr was? Geht's mal nach hinten? Wow, Double Crit! Weil dann bist du wieder nutzlos. Ja, die anderen, there are better ways to fill a tip und halt die Fresse, Mann. Die anderen bemühen sich hier und du. You boom, crawl from the mud and die in the. Jesus, lass dich nicht alles stressen von dem. Jetzt zieh nicht dermaßen an. Das passt schon. Harmless Swipe. There you go. Ja, jetzt können sie sich abwechseln beim Harmless Swipen. In your face. Stabby Stabby. Und ein weiterer Crit. Ich scheiße mich an. Das heißt, jetzt gibt es leider keine Leiche. Das heißt, das ist in zweiter Position auf einmal. Wegnocken kann ich dich aber schwer. Aber ich kann nicht snipern. Oder? 3 Schaden. Bist du gelähmt. Pierce, Puncture. Ich glaube Pierce, oder? Arme Piercing. Bam! 7 Schaden. So macht man das. Ja, halt's Maul. Das ist richtig. Bam! Alles tot. Perfekt! Ja, ich meine perfekt, nicht wirklich, aber gut genug. Return to Hamlet. Das war nice. Driving our corruption is an endless battle. Yep, next. Gib mir mehr Geld. Next. 4000. Das habt ihr alle aufgerissen. Ja, abusive. Risk taker. Das ist nicht so schön. Ihr 5 crit range. Wobei, wenn er der Tank ist, ist es ein bisschen blöd. Ranged Skills. Ja, das bringt wahnsinnig viel für den Leopard. 5 Stress when Attack misses. Ja, okay. Fear of Eldritch. Spiritual. Was? Divine Grace, Divine Comfort. Also die gewisse Skills geben dem mehr Heilung. Minus 10 Damage of Torch below 26. Das sollte eigentlich nicht passieren, also ich mache wieder den gleichen Schaden, den ich jetzt gerade gemacht habe. Aber so ja nicht vor. Let me share with you the terrible wonders I have come to know. Tavern, the Möller engaged in pleasures of the flesh. Hast du gehört? And recovered 65 stress. Gratulation. And is no longer hopeless. So schnell kann's gehen. Abby, Morris May, while praying, saw a glimpse of greater beings controlling destiny. New quirk, God-fearing. Okay, aber wenigstens auch weniger Stress.
The Sanitarium is now unlocked, ja. Ich weiß nicht, ob wir ihn nicht einfach loswerden. Panel. Ist ja egal. Der ist nicht benannt. Ich glaube, den wechseln wir einfach aus. Schauen wir mal, was es Neues gibt. Wir haben ein Chest. Wir haben gerade ein Item bekommen für ein Chest. Das gefällt mir. Brauchen wir... Wir können einen Hellion nehmen. Wir können dich wegwerfen. Kann ich dich wegwerfen? Dismiss Hero. Ja. Wir haben dich traumatisiert, jetzt kannst du gehen. Okay, das Sanitarium. Hat ihn irgendwas wirklich Beschissenes? Kleptomaniac, ja, das will ich loswerden. Sepsis, ebenfalls. Zwei Kleptomaniacs. Könnt ihr mal... Was ist los mit meinen Zuschauern? Slow Draw. Ich meine, ist nicht nett, aber könnte schlimmer sein. Kleptomaniac ist einfach wirklich scheiße. Fifth Eldritch, das finde ich alles nicht so schlimm. Guilty Conscience, auch nicht so schlimm. Was ist du eigentlich? Warren's Phobe, schlimmes sein. The Fish in the Fear. Unquiet Mind, may not mediate, ist mir egal. Das, ja, ich meine, Perfectionist kann schon nervig sein, sicher. Bad Gambler, nicht so schlimm. Gillen, Nocturnal. Mich jetzt auch nicht gut, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Mercurial, auch nicht so schlimm. Hillomania, Obsessed with Material. Ah, das könnte auch schlimm sein. Witness. Martell hier. Baiting. Das 10% Stress. Okay, wollen wir da mal reinschauen. Treatment. Treat quirks and other problematic behaviors. Treat diseases, humans and other physical maladies. Nein, wir müssen eigentlich einmal... Bitterfaust muss mal aufhören, die ganze Zeit Leute zu beklauen. Weg damit. Yes. Kostet leider was und wir haben nur eine Zelle. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich ungern Sepsis irgendwo mitnehmen. Wobei, ich meine, wir können jetzt der Möller, Sepsis und Morris May und Evan. Dann tausche ich einfach mal kurz Bitterfaust hier mit der Möller aus. Das wäre auch nicht so schlecht. Willst du schon in den Geld investieren in Ausrüstung? Oder in bessere Skills? Ich meine, Sepsis wäre auch. Es wäre auch interessant, eine 1-2-Kombo mit Sepsis und der Fish Ninja zu machen, weil die beide sich hin und her bewegen können. Sobald wir Sepsis Point Blank Shot geben und Duelists Advanced, dann könnten die ganze Zeit. Oder wir könnten mit ihm immer Point Blank Shot machen und damit ihm immer. Was bringt dich zurück? Exposed zum Beispiel. Oder Impale. Oh, er hat nicht so geil. Atlas Kiss. Melee Back One. Crypt Mopus Blight. That is actually also not bad. Ja, das wäre eine interessante Front-Combo, würde ich sagen. Können wir mal ausprobieren. Und wen dann noch? Ich meine, Baumi. Morris May würde ich schon. Ich mag einfach Morris May. Dann, wenn wir, was wollte ich, Disorienting Blast noch geben könnten? Was wir natürlich können. Wir Sepsis, Morris May. Und dann ist die Frage halt, ob wir Evan mitnehmen oder stattdessen Baumi. Dich müssten wir auch noch verändern, damit du wirklich was kannst. Vielleicht versuchen wir das mal. Okay. Ich würde das ausprobieren. Also für den nächsten Run. Ich hoffe, ich vergesse dann bis dahin nicht. Wenn wir dann mal Sepsis hier reinfetzen. Und dann hast du. Okay, du musst noch dazu bekommen, Duelist. Nein, das ist eigentlich nicht wirklich. Point Blank Shot. Was will ich denn hergeben? Einfach Point Blank. Ja, weil solange ich in der zweiten. Du musst dich nicht wirklich selber bewegen können, solange der hinter dir in Position ist, sich nach vorne bewegen kann wieder. Nein, nach hinten, meine ich, sorry. Und das bewegt dich ja nach hinten, right? Nein, der muss sich nach vorne bewegen. Das kann er ja sowieso. Okay, machen wir einfach Point Blank Shot, Bell. Pistol Shot kannst du nicht aus der ersten Position machen. Wir lassen es dabei mal so und dann geben wir dir noch bessere Waffen. Wie viel kostet uns das bisher? 750, das ist aushaltbar. Dann als nächstes. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt eben zusammen mit der Fish Ninja. Bist du auf Level 1 gekommen? Ja, bist du. Das ist zwar ein bisschen Stress, aber so schlimm ist es nicht. Dann schauen wir uns das mal an. Pierce fand ich geil. Behalt mal. Puncture ist auch geil, weil Puls, weil. Behalt mal. Impale haben wir jetzt nicht so oft gemacht. Vielleicht nehmen wir Adder's Kiss stattdessen. Und Captivate war auch nicht so wichtig. Ich kann mir dann aussuchen, was ich davon nehme.
Okay, dann hätten wir noch Evan, will ich auch noch umtrainieren. Ja, wir geben schon viel Geld aus. Ich geb's zu, ich geb's zu. Divine Grace, die Heals mal besser. Judgment. Das ist wenigstens irgendein Angriff, den du machen kannst von ganz hinten. Und dann haben wir noch Dazzling Light, was ein Stun ist. Ist die Stun Base da besser? Die Stun Base ist zumindest 110. Torch plus 6 ist auch nett. Ja, wir leveln dich mal komplett auf. Dann wirst du dann... Im vierten dann hätten wir noch Morris May. Genau, da wollte ich auch noch ein bisschen rumdoktern. Ja, Plague Grenade auf alle Fälle. Das auch auf alle Fälle. Und dann Disorienting Blast. Und vielleicht muss ich das noch nicht unbedingt verbessern. Damit wir noch nicht alles gemacht haben. Okay. Morris May, du würdest dann mal Battlefield Medicine hergeben und dafür Disorienting Blast. Dann bist du definitiv in Position 3. Du wirst das los und kriegst Judgment stattdessen. Kannst dich damit in Position 4 sehr wohl fühlen. Sepsis, du wirst... Use das hier los und kriegst dafür Point Blank Shot. Ich meine, das war ja eigentlich auch fast nie. Ja, weißt du? Eins Open Vein Pistol Shot. Wenn will ich jemals Open Vein machen, wenn ich das in Point Blank Shot machen kann? Lass mal Open Vein und gehen wir dir stattdessen Dualist Advance auch noch, damit du dich von selber nach vorne bewegen kannst, wenn du musst. Und dann hatten wir The Fish Ninja. Habe ich Captivate losgewonnen? Oder lieber Impale? Impale ist auch nochmal Back, oder? Wir haben Back einmal und Forward zweimal. Das gefällt mir so. Und das kann auch aus... Ja, die kann aus... Yeah! I like it. Haben die jetzt alle auch schon bessere Waffen bekommen? Nein. Right? Fuck. Einmal bessere Waffen. Bei dir ist nicht so wichtig eigentlich. Sepsis hat sie schon. Morris May geben wir auch mal noch besseres Zeug. Aber wenn ich schon dabei bin, gibst du dir auch. Viel Geld ausgegeben. Super viel Geld ausgegeben. Aber das war's für die Folge. Ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like, abonniert den Channel. Aber vor allem schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.